So, wir sagen herzlich willkommen, liebe Zuschauer in der Arena Nürnberger Versicherung. Wir haben noch gute 25 Minuten Zeit, bis hier der Ball fliegt. Bei mir steht im Corona-konformen Abstand Johannes Selin, immer noch nicht dabei. Johannes, warst du in Kiel dabei? Warst du beim BHC dabei? Woran hat es gelegen beim HC? Ja, hallo erstmal. Nach 7 Monaten ist es schön, dass wir mal wieder hier sein dürfen. In Kiel war ich nicht dabei, beim BHC war ich dabei. Ja gut, wir haben beim BHC, glaube ich, habt ihr alle im Fernsehen gesehen, vielleicht ein paar einfache Fehler vielleicht gemacht, technische Fehler, die uns dann am Ende auch das Spiel gekostet haben, sowie freie Bälle. Am Ende, wenn man freie Bälle hat und die verwirft, hat man sie aber auch gut rausgespielt. Und wenn wir das heute auch schaffen und eben, wie gesagt, die freien Bälle eben reinmachen, dann können wir uns, glaube ich, auf ein schönes Spiel einstellen. Wenn du jetzt das Mikrofon gerade so hältst, dann sehen wir, der Finger schaut gar nicht so schlecht aus inzwischen, oder? Ist Johannes Selin eigentlich ein guter Handballzuschauer auf der Außenposition? Ich glaube, ihr kennt mich, wie ich auf der Platte bin und genauso bin ich auch hinter der Bank. Deswegen werde ich das öfteren mal ermahnt von dem Kampfgericht. Von daher ja, sehr emotional dabei. Aber dem Finger geht's gut. Ja, unsere Ärztin hat heute die Fäden gezogen und ich darf dann ab nächster Woche ins Mannschaftstraining wieder mit einsteigen. Ja, darf man. Da darf man schon mal klatschen, wenn der Meister Selin wieder ins Training marschieren muss. Ja? Ist ja auch nach 7 Monaten, darf man wieder ins Mannschaftstraining gehen. Lass uns ganz kurz über die Gäste sprechen. Wenn die einer kennt, dann du, aber aus deiner Zeit, so richtig viele von damals sind gar nicht mehr dabei, oder? Ja, ich habe witzigerweise vorhin mal nachgezählt. Ich bin auf 3 gekommen. Innerhalb von 3 Jahren nur noch 3 Spieler da, mit denen ich zusammengespielt habe. Von daher ist es auch für mich eine sehr, sehr neue Mannschaft, auch wenn ich da mal gespielt habe. Kann man da irgendjemanden besonders rausheben bei denen, auf den man besonders aufpassen muss? Oder sagst du, bei dem Kollektiv, puh? Ja, ich glaube, bei dem Kader wird es relativ schwierig, da einen Einzelnen rauszupicken. Gut, Pavlovic war sehr, sehr lange verletzt. Da haben wir gesehen in den ersten beiden Spielen, dass er sehr viele Akzente übernommen hat. Das heißt, das wird ein sehr, sehr wichtiger Faktor heute werden. Und wenn wir den gut aus dem Spiel rausnehmen können und vor allem das starke Torhüter-Duo nicht ins Spiel kommen lassen, dann ja. Dann danke ich dir jetzt recht herzlich für deine Einschätzung vorm Spiel.